Ja, frohes neues Jahr und ich begrüße Sie zum Endspurt der Vorlesung Theoretische Informatik. Wir haben im letzten Jahr zwei große Kapitel durchgearbeitet, nämlich Automatentheorie und formale Sprachen als Kapitel 1, Berechenbarkeit als Kapitel 2, haben vor Weihnachten noch angefangen mit der Komplexitätstheorie und als Begrüßung fürs neue Jahr gleich den Hammersatz, würde ich mal sagen, den Satz von Cook, den komplexesten Beweis, den Sie in dieser Vorlesung vorgeführt bekommen und wie ich finde, trotzdem was sehr Lohnendes. Da das jetzt ein Weilchen her ist, mache ich jetzt so ein bisschen Turbo-Wiederholung vom Komplexitätstheorie-Kapitel. Also wir haben uns vor allem Laufzeit angeschaut, dann Probleme wie das Hamilton-Kreis-Problem, bei denen eine nicht-deterministische Turing-Maschine einfach das Ergebnis raten kann und man das dann in polynomieller Zeit überprüfen kann, ob es korrekt ist. Es geht auch für Optimierungsprobleme wie das Rucksackproblem oder das Handlungsreisendenproblem. Das kann man auch auf ein Entscheidungsproblem zurückführen, wenn man binäre Suche macht. Und ja, in Algorithmik beschäftigen wir uns meistens mit oberen Schranken. Also hier ist ein Algorithmus. Wir versuchen zu zeigen, dass der ein Problem in einer bestimmten Laufzeit löst. Komplexitätstheorie beschäftigt sich mit etwas viel Schwierigerem, nämlich unteren Schranken. Und die schlechte Nachricht ist, da weiß man eigentlich gar nichts drüber über das Problem, weil man muss Aussagen über alle denkbaren Algorithmen treffen, die ein Problem lösen könnten. Davon gibt es abzählbar unendlich viele und das ist scheinbar zu viel. Was man dann stattdessen macht, ist so ein indirektes Ding. Man ignoriert kleinere Unterschiede, bei uns ziemlich große Unterschiede, nämlich polynomielle Faktoren. Und man macht so eine Klassifizierung. Man schmeißt ganz viele Probleme in eine Klasse und sagt, keiner hat es geschafft, eins davon zu lösen. Außerdem, wenn ich eins lösen könnte, könnte ich sie alle lösen. Und das macht es irgendwie unwahrscheinlich, dass das leicht ist. Und konkret haben wir uns dabei eine Klasse angeschaut, NP, das ist die Menge der Probleme, die eine nicht-deterministische Turing-Maschine in polynomieller Zeit lösen kann. Ja, das ist schon mal eine sehr große Menge von Problemen. Da gibt es natürlich auch einfache drin, aber wir haben da eine Klasse der NP-harten Probleme identifiziert, beziehungsweise der NP-vollständigen, bei denen es ziemlich wahrscheinlich ist, dass sie schwierig sind. Warum das so ist, will ich jetzt noch mal kurz wiederholen. Dafür brauchen wir ein bisschen Formalismus. Also wir haben dieses Time M von W, ist die Anzahl Rechenschritte, die eine Maschine M braucht. In dem Fall erstmal eine deterministische Turing-Maschine mit mehreren Bändern, um eine Eingabe W zu akzeptieren. Wenn man das definiert hat, kann man sich Großtime von F von N definieren. Das ist die Menge aller Sprachen, für die es eine Turing-Maschine M gibt, sodass diese Turing-Maschine die Sprache akzeptiert und außerdem das schnell tut, nämlich für alle Eingaben gilt Time M von W kleiner gleich F von W Betrag. Ja? Das haben wir dann vergröbert, indem wir gesagt haben, wir nehmen jetzt die Vereinigungsmenge der Time von P von N für alle Polynome. Ja? Und das war die Interpretation, das sind die effizient lösbaren Probleme, wenn dieses Time halt die Laufzeit einer deterministischen Turing-Maschine ist. Eine Begründung dafür war, dass polynomielle Laufzeitreduktionen ohnehin nötig sind, um Unterschiede zwischen den wichtigsten Berechnungsmodellen auszugleichen. Also dieser rote Kreis hier umfasst lauter Berechnungsmodelle, die bis auf polynomielle Faktoren äquivalent zueinander sind und umfasst so unterschiedliche Dinge wie normale Programmiersprachen wie C++, Registermaschinen mit logarithmischen Kosten,
Turing-Maschinen, deterministische Turing-Maschine, Mehrband-Turing-Maschinen und so weiter. Ja? Es gibt Ausnahmen, langsamere und schnellere Berechnungsmodelle, die aber nicht so realistisch sind vielleicht. Habe ich gesagt, wir können Optimierungsprobleme auf Entscheidungsprobleme zurückführen durch binäre Suche. Und was uns heute beschäftigen wird, sind die nicht-deterministischen Komplexitätsklassen. Das ist analog definiert zu den deterministischen Komplexitätsklassen, mit der Ausnahme, dass wir diese Basisfunktion time m von w umdefinieren. Jetzt dieses n time m von w ist nämlich die Länge der kürzesten Ableitung, die ein Wort akzeptiert. Und wenn es nicht akzeptiert wird, oder also das Wort nicht in der Sprache ist, dann ist es völlig egal. Das setzen wir einfach 0 an. Ja? Und dann ist nicht-deterministische Zeit f von m ist die Menge der Sprachen, sodass es eine nicht-deterministische Turing-Maschine m gibt, die l akzeptiert. Und alle Eingaben in nicht-deterministischer Zeit f von w Betrag akzeptiert. Fragen dazu? Müssen Sie langsam aus dem Urlaubstrott wieder rauskommen. Und die Komplexitätsklasse NP ist dann einfach die Vereinigung aller N-Time von P von N für alle Polynome P. Ja, um nochmal zu zeigen, dass das sehr mächtig ist, wir können dann für ganz viele Probleme einfach sagen, das ist ein NP, weil wir raten die Eingabe durch nicht-deterministische Entscheidungen. Wir raten die Lösung durch nicht-deterministische Entscheidungen und überprüfen dann, ob sie korrekt ist. Wenn man das in polynomialer Zeit kann, ist es gut. Eine Variante davon ist auch dieses Raten gleich als Teil des Modells zu nehmen und dann eine deterministische Turing-Maschine zu nehmen. Also eine Orakel-Turing-Maschine ist eine deterministische Turing-Maschine, die als Zusatzeingabe so ein Orakel-String bekommt. Und ein Wort wird akzeptiert, wenn es irgendein Orakel-String gibt, der zu einer Akzeption führt. So, das ist äquivalent und die Frage, ob P gleich NP ist, ist halt eine der berühmtesten Fragen der theoretischen Informatik und auch der Mathematik. Ich lese gerade ein Science-Fiction-Buch, Extinction heißt das. Wer von Ihnen kennt das? Da geht es um die Evolution des Menschen und dann wird da praktisch ein Kind geboren, das so genial ist, dass es solche Probleme lösen kann. Das ist irgendwie ganz witzig. Obwohl das in dem Buch, erstmal geht es darum, genau, das kann ein etwas schwächeres Problem, nämlich faktorisieren. Und dann hat der Autor aber irgendwas nicht verstanden, dann kann das plötzlich auch One-Time-Pads knacken. Und dann bewegt es sich halt außerhalb der Physik. Also dann hat man auch keine Evolution mehr. Also, selbst wenn Sie Science-Fiction-Autor werden wollen, ist es vielleicht ganz gut, hier zuzuhören und die Unterschiede zwischen polynomiell weiß man nicht, NP hart und beweisbar unmöglich zu lernen. Ja? Genau, diese Fragen ans Publikum, Komplexitätshierarchien lassen wir jetzt auch weg. Was uns halt heute beschäftigen wird und auch die nächsten paar Vorlesungen, ist dieser Begriff der polynomiellen Reduzierbarkeit. Man sagt, dass eine Sprache A polynomiell reduzierbar ist auf eine Sprache B. Genau dann, wenn es eine Funktion f gibt, die die Eingaben für A transformiert in Eingaben für B. Dieses f muss polynomiell berechenbar sein. Und es muss gelten, dass w in A, genau dann, wenn f von w in B. Also man benutzt dieses f als Transformation und kann dann einen Löser, möglicherweise einen hypothetischen Löser für b verwenden, um a zu lösen. Ja? Und das ist natürlich ein ganz zentraler Begriff, wenn es einem darum geht, Klassen von äquivalenten Problemen bauen. Ja? Ja, wir hatten eine Reduktion gesehen von Hamilton Cycle auf das Traveling Salesman Problem. Das führe ich jetzt nicht vor. Wichtige Beobachtung ist,
dass wenn A auf B polynomiell reduzierbar ist und B polynomiell ist, dann ist auch A polynomiell. Weil wir können diese Transformation in polynomieller Zeit machen. Das kann dieses Wort höchstens um einen polynomiellen Faktor aufblasen. Also es kann schon eine größere Eingabe daraus werden. Aber man kann in polynomieller Zeit kein Wort schreiben auf das Band der Turing-Maschine, das größer ist als dieses Polynom. Ja? Und folglich hat man dann eine polynomiell von einem Polynom, Polynome ineinander eingesetzt, gibt wieder ein Polynom, also hat man insgesamt eine polynomielle Ausführungszeit. Das Ganze gilt für P und auch für NP, also wenn A polynomiell reduzierbar ist auf B, B in NP ist, dann ist auch A in NP. Und das eine Diagramm gucken wir uns jetzt vielleicht doch nochmal etwas näher an. Wir definieren ein Problem A als NP-hart. Genau dann, wenn für alle Sprachen in NP gilt, also für alle Sprachen L, L ist polynomiell reduzierbar auf H, A. Das ist jetzt eine ziemlich heftige Aussage. Ne? Kann es sowas überhaupt geben? Dann muss ja dieses A irgendwie extrem mächtig sein. Ne? Weil man kann alles polynomiell drauf reduzieren. Das ist ein bisschen überraschend, dass es sowas gibt. Und bisher haben wir kein so ein Ding gesehen. Ich habe das immer nur behauptet. Ja? Und eine verwandte Sache ist, NP vollständig ist A genau dann, wenn es nicht nur NP-hart ist, sondern selber in NP. Genau, also ein NP-hartes Problem zu formulieren ist gar nicht so schwierig, weil wir haben ja zum Beispiel gesehen, einen Entscheider für Chomsky 1 war das, ne? Und der kann sicherlich alles. Der kann ja eine nicht-deterministische Turing-Maschine jede beliebige Sache danach bauen. Da haben wir auch schon Beweise gesehen. Das Überraschende ist, dass es was gibt, was dann selber wieder in NP ist. Weil das ist dieser Algorithmus nicht. Der braucht exponentiellen Platz sogar. Und man weiß nicht, ob es überhaupt mit polynomiellen Platz überhaupt gehen wird. Ja? Also das Überraschende ist, also die Frage ist, gibt es überhaupt solche NP-vollständigen Probleme? Das Diagramm sagt ja, okay, es gibt P, die Menge der polynomiell lösbaren Probleme, es gibt NP, das ist das Ding hier. Es gibt NP-vollständige Probleme, das sind halt NP, naja, zumindest minus P, und dann gibt es da auch noch ein bisschen was dazwischen. Und es gibt halt NP-harte Probleme, die enthalten die NP-vollständigen, aber es gibt natürlich noch schwierigere Probleme. Ja? Und heute geht es darum, ist diese Menge hier nicht leer? Gibt es überhaupt NP-vollständige Probleme? Und das ist schon eine überraschende Sache. Und daraus folgen dann ganz viele andere Sachen. Also insbesondere, wenn es denn mal mindestens ein NP-vollständiges Problem A gibt, oder vielleicht sogar viele davon, wie wir später sehen werden, dann gibt es einen ganz einfachen Weg zu Ruhm und Reichtum. Sie müssen nur für eines dieser Probleme einen polynomiellen Algorithmus finden und haben damit bewiesen, dass P gleich NP ist. Ja, Sie können $1 Million einstreichen. Wunderbar. Und was ist denn jetzt ein guter Kandidat für so ein NP-vollständiges Problem? Und da hat der Herr Cook und der Herr Levin gleichzeitig Anfang der 70er Jahre gesagt, wir schauen uns Logik an. Weil mit Logik kann ich sehr flexibel verschiedene Dinge beschreiben. Es gibt verschiedene Logiken, Aussagenlogik, Prädikatenlogik, erster Stufe, höherer Stufe. Aber je mehr Sie da machen, desto schwieriger wird das. Also schon Prädikatenlogik erster Stufe ist leider unentscheidbar. Das heißt, so allgemeine Formeln dürfen Sie nicht verwenden. Wir gehen also ganz harmlos von Aussagenlogik aus. Wir werden später sehen, dass wir das sogar noch weiter spezialisieren können. Genau, also was ist denn Aussagenlogik gegeben? Ist eine Formel F der Aussagenlogik mit den Operatoren und oder nicht daraus folgt, Klammern, von mir ist noch äquivalent und mit den Regeln, die Sie kennen. Das werde ich jetzt nicht eine Grammatik angeben oder sowas, um das zu spezifizieren, könnte man aber, wenn man will, als Übung machen. So, und die Frage ist F erfüllbar?
Das heißt, gibt es eine Belegung? Achso, es gibt noch Variablen, ganz wichtig. Ne? Und die Frage ist, gibt es eine Belegung der Variable mit 0 und 1, sodass der Wahrheitswert der Formel 1 ist? Ja? Also ich definiere jetzt auch die Semantik davon nicht weiter. Also wie werte ich das aus, dass wahr oder wahr ist wahr, wahr und falsch ist falsch, bla bla bla. Ne? Das kennen Sie alles. Was vielleicht sinnvoll ist, sich zu überlegen, ist, warum ist das eine formale Sprache? Und Akzeptionsproblem einer formalen Sprache. Formal definieren wir satt als die Menge aller Kodierungen von Formeln über einem Alphabet Sigma Stern. Also das Alphabet wird und oder nicht daraus folgt, Klammer auf, Klammer zu enthalten. Und irgendeine Methode, beliebig viele Variablen zu definieren, vielleicht mit irgendwie einfach dem Buchstaben A oder von mir aus A und B und dann kann ich irgendwie die aus A's und B's Variablennamen zusammenbauen. Zum Beispiel. Ja? Oder irgendwie Binärzahlen, keine Ahnung. Genau. Und die SAT ist einfach die Menge aller Kodierungen von Formeln, die wohlgeformt sind und eine erfüllbare Formel der Aussagenlogik sind. Ja? Fragen dazu. So, und jetzt haben halt Cook und Levin 1971 gezeigt. Das Witzige ist, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, das ist keineswegs so, dass die irgendwie nebeneinander saßen, sondern das war mitten im Kalten Krieg und Levin war in der Sowjetunion, Cook in den USA. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie miteinander geredet haben. Vermutlich eher nicht. Aber diese Frage hing einfach in der Luft. Jetzt erstmal zum Warmwerden muss man natürlich zeigen, dass SAT in NP ist. Ist aber ganz einfach. Man rät einfach die Variablenbelegungen, substituiert die Belegungen für die Variablen und evaluiert dann den sich ergebenden Wahrheitswert der Formel. Und wenn der 1 ist, dann akzeptiert man das, die Formel und sonst nicht. Ja. So, der schwierigere Teil ist natürlich, dass es NP hart ist. Um zu zeigen, dass SAT NP hart ist, müssen wir für eine beliebige Sprache L in NP zeigen, dass sie polynomiell reduzierbar ist auf SAT. Ja? Gut, das müssen wir ein bisschen konkreter machen. L in NP heißt, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine M, die hat OBDA die Zustandsmenge 1 bis K, naja, dieses Sigma-Eingabesymbolmenge und das Bandalphabet 1 bis L, sei L selber das Planck-Symbol. Sie hat halt irgendeine Übergangsfunktion Delta, sie hat OBDA den Startzustand 1 und eben eine Menge von Haltezuständen H. Ja? Also eine sehr allgemeine, nicht deterministische Turing-Maschine. Diese Konkretisierungen hier sind einfach geeignete Umbenennungen der entsprechenden Alphabete. Und da L in NP ist, heißt das, es gibt eine polynomielle Zeitschranke P von N, sodass L durch M in Zeit P von N akzeptiert werden kann. Ja? Sei jetzt W gleich W1 bis Wn eine beliebige Eingabe. Und die Idee ist, wir müssen jetzt eine Formel bauen in polynomieller Zeit, die erfüllbar ist, genau dann, wenn W akzeptiert wird. Ja? Steht hier. Und das ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Ja, wir haben ein unendlich großes Band, zum Beispiel ein Problem. Wir haben bestimmt, die Maschine muss irgendwie ausführen. Irgendwann akzeptiert sie. Was hat das mit einer Formel zu tun? Auf den ersten Blick ziemlich wenig. Ja? Wir machen das aber jetzt trotzdem. Und das sieht jetzt sehr theoretisch aus, was wir hier machen. Es gibt aber bei uns eine Arbeitsgruppe vom Carsten Sins. Der macht genau das. Ja?
der nimmt sich Programme und kodiert die als aussagenlogische Formeln und kann die damit bis zu einem gewissen Grade verifizieren. Dieser gewisse Grad heißt, er kann halt nur zeigen, dass für eine bestimmte beschränkte Anzahl von Schritten dieses Programm immer das macht, was es soll. Oder auch Fehler automatisch finden. Ja? Und das ist im Prinzip genau der Satz von Cook, den er anwendet, nur natürlich mit allen möglichen Shortcuts, um das Ganze auch tatsächlich effektiv zu machen. Aber die Lösungsalgorithmen für SAT, die man heutzutage hat, sind so gut, dass man damit auch praktikable Dinge tun kann. Ich schreibe zum Beispiel gerade einen Projektantrag mit ihm zusammen, wo das eingesetzt werden soll für Verifikation von Software in der Automobilindustrie. Und da ist das irgendwie besonders wichtig, weil immer mehr von den vom Auto durch die Software gesteuert wird. Und wenn die was Falsches macht, kann es zu ziemlich bösen Überraschungen kommen. Und was wir jetzt machen, ist sozusagen auch was Praktikables, obwohl es ursprünglich eine extrem theoretische Konstruktion war. Ja? Also wie konstruieren wir eine Formel aus einem Programm, in diesem Fall einem nicht-deterministischen Programm? Der Trick ist, wir können ganz viele Variablen einführen. Und das hilft uns, mit sowas Simplem wie Aussagenlogik trotzdem sowas Komplexes wie eine nicht-deterministische Programmausführung zu simulieren. Ja? Und zwar, es gibt ziemlich viele Variablen, auf den ersten Blick unendlich viele, aber wir werden dann genau hinsehen und sehen, dass es doch polynomiell viele uns reichen. Ja? Wir haben drei Gruppen von Variablen. Die eine ist Zustand TZ. Also es gibt für jede Anzahl Schritte, die diese Maschine laufen kann, und jeden Zustand, den die Maschine annehmen kann, eine Variable. Und die soll 1 sein, genau dann, wenn die Maschine M nach T-Schritten in Zustand Z ist. Ja? Man beachte, es ist eine nicht-deterministische Maschine, die kann in verschiedenen Zuständen sein. Das sagt, sie kann in diesem Zustand sein. Oder es gibt eine Berechnung, wo sie in diesem Zustand ist. Und genauso beschreibe ich die Position TI ist 1, genau dann, wenn M nach T-Schritten an Bandposition I ist. Also das beschreibt den Zustand der Maschine, seine Position. Und jetzt muss ich, was natürlich noch komplexer ist, den Bandinhalt beschreiben. Band TIA ist gleich 1. Genau dann, wenn nach T-Schritten die Bandposition I mit dem Buchstaben A beschriftet ist. Ja? So, und jetzt denkt man, das kann beliebig lange laufen und das Band ist unendlich groß. Wir haben unendlich viele Variablen. Funktioniert nicht, ad acta, wir machen keine Komplexitätstheorie. Ja? Aber, nette Beobachtung, uns interessieren ja nur Berechnungen, die in dieser Zeitschranke P von N laufen. Das heißt, das T kann niemals größer sein als P von N. Ja? Und außerdem läuft die Turing-Maschine an der Position 0 vom Band los und in P von N Schritten kann es niemals weiter als P von N Schritte nach rechts oder nach links kommen. Das heißt, es gibt nur P von N plus 1 Werte für T und zweimal P von N plus 2, glaube ich, Werte für I. Ja? Und was haben wir hier noch für Indizes? Z und A, das ist einfach endlich große Mengen von Zuständen und Bandsymbolen. Ja? Also insgesamt gibt es nur O von P von N Quadrat viele Variablen. Nur in Anführungszeichen, weil wenn wir hier irgendwie über was reden, was ziemlich lange läuft, ist das schon viel. Also mit diesen Variablen werden wir jetzt immer und immer wieder arbeiten. So, und jetzt muss ich diese Variablen benutzen, um eine Formel zu basteln. Und die sollte natürlich auch nicht zu groß werden. Die soll weiterhin polynomiell groß werden. Das können wir erstmal relativ abstrakt machen. Diese Formel F ist eine Konjunktion von 5 Teilformeln,
RA, Ü1, Ü2 und I. Und die haben folgende Funktion. R beschreibt sozusagen Randbedingungen, die dafür sorgen, dass die Variablen stets eine sinnvolle Konfiguration beschreiben. Also zum Beispiel will ich irgendwie nicht sowas haben wie Zustand 0,1 und Zustand 0,2 sind beide wahr, dann ist die Maschine in mehreren Zuständen gleichzeitig. Sowas will ich nicht haben. A spezifiziert, dass die Variablen anfangs die Anfangskonfiguration beschreiben, nämlich Zustand 1, Position links direkt auf dem ersten Buchstaben des Eingabeworts. Ü1 beschreibt, dass an der Kopfposition nur Änderungen stattfinden können, die durch die Übergangsfunktion Delta festgelegt werden. Das ist dann die gewisserweise die komplexeste Formel. Wobei wir sehen werden, die größte ist eigentlich dieses R, obwohl die völlig trivial ist. Ü2 sagt aus, dass an Nicht-Kopfpositionen sich nie irgendwas ändert. Und E ist die Endebedingung, soll aussagen, dass M akzeptiert W nach kleiner gleich P von N Schritten. Ja? Und das lasse ich jetzt mal erstmal so high level stehen. Wir müssen sich irgendwie eine Intuition dafür entwickeln, was das hier sein soll. Und auf dem Abstraktionslevel kann ich dann eigentlich schon den Satz beweisen. Und wir müssen dann aber natürlich hingehen und konkrete Formeln für R, A, Ü1, Ü2 und E angeben. Das ist dann der technischste Teil, aber für das Verständnis des Satzes vielleicht gar nicht mehr der schwierigste. Ja? Also wir müssen zunächst mal zeigen, dass wenn W in L ist, dann ist F erfüllbar. Also nehmen wir an, W in L. Das bedeutet ja, es gibt eine Konfigurationsfolge P mit der ersten Konfiguration der Startkonfiguration, dann eine Folge von einer bestimmten Anzahl Konfigurationen und am Ende ist man in so einer Konfiguration UV im Zustand H und H ist in der Menge der Haltezustände. Ja? Und außerdem, weil das ja ein NP ist, gibt es so eine Konfigurationsfolge, deren Länge ja gleich P von N ist, können wir sogar sagen. Und natürlich ist kleiner gleich P von N, aber erinnern Sie sich, eine Turing-Maschine, die hält. Ja, und dann in weiteren Zeitschritten verändert sich nichts mehr. Und dann können Sie das sozusagen padden bis zu gleich P von N. Genau, und aus dieser Folge von Konfigurationen kann ich jetzt Variablenbelegungen für alle diese Variablen ablesen. Die sagen eben Z, T, Z, aha, ich bin jetzt in dem und dem Schritt der Berechnung, da sagt mir die Konfiguration, in welchem Zustand das ist, die Variable setze ich auf 1, die anderen alle auf 0. Genauso setze ich die Positionsvariablen, so wie das in den Konfigurationen vorgegeben ist, und die Bandvariablen. Und danach ist F halt erfüllbar, weil dann sind die Randbedingungen erfüllt, die beschreiben immer Konfigurationen, sie beschreiben anfangs die Konfiguration 1W, weil das ist halt die erste Konfiguration in dieser Folge von Konfigurationen. An der Kopfposition entsprechen die Änderungen der Übergangsfunktion, das gilt auch, weil halt wir hier eine Folge von Konfigurationen haben, die halt einer Berechnung dieser Turing-Maschine entspricht. Und eine Berechnung einer Turing-Maschine ändert woanders auch nichts, also gilt Ü2 auch. Und diese Maschine akzeptiert nach kleiner gleich P von N Schritten, das gilt auch. Also ist diese Formel wahr. Teilformeln sind wahr, also ist das Ganze auch wahr. Ja? Also der Beweis ist ziemlich einfach, der andere ist eigentlich auch nicht so schwierig. Wenn jetzt F erfüllbar ist, müssen wir zeigen, dass W in L. Ja? Und die Idee ist bisschen kompliziert, aber auch einfach. Wir haben jetzt eine Belegung der Variablen, die zeigen, dass F erfüllbar ist. Und da, aus denen müssen wir jetzt eine Konfigurationsfolge ablesen, die einer möglichen Berechnung der nicht-deterministischen Turing-Maschine entspricht. Ja?
Und da löst sich auch auf diese Tatsache, dass eine nicht-deterministische Berechnung mehrere Zustände annehmen kann. Das löst diese Sache, dass wir ja nur eine erfüllende Belegung haben. Und daraus kann man eine Folge von Konfigurationen ablesen. Und es interessiert uns an der Stelle nicht, dass es vielleicht auch mehrere solche Berechnungen gibt. Ja? Gut, wir wissen, dass diese Randbedingungsformel erfüllt ist. Das heißt, die Variablen beschreiben zu jedem Zeitpunkt eine Konfiguration der Turing-Maschine. Das heißt, daraus kann ich jetzt diese Konfigurationsfolge schon ablesen. Das ist schon die halbe Miete. Ich weiß außerdem, dass A erfüllt wird und damit beschreiben anfangs die Variablen die Konfiguration, die ich als Anfangskonfiguration der Turing-Maschine habe. Wunderbar. Und diese Formeln U1 und U2 sagen ja aus, dass die Übergänge zwischen diesen Konfigurationen dem entsprechen, was eine Berechnung dieser Turing-Maschine macht, also insbesondere das, was Delta da sagt. Und dass E erfüllt wird, heißt ja, dass die Endkonfiguration ein akzeptierender Zustand ist. Ja? Und damit habe ich gezeigt, dass die Folge von Konfigurationen, die ich da ablese, auch eine akzeptierende Berechnung dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine ist. Fragen dazu? Ja? Und damit haben wir diesen komplizierten Beweis schon fast in der Tasche, außer dass wir für diese komischen Teilformeln jetzt konkrete aussagenlogische Formeln angeben müssen. Dafür brauchen wir zunächst mal eine kleine Hilfskonstruktion, nämlich so eine Art Unterprogramm oder Unterformel. G von V1 bis Vm soll gleich 1 sein. Genau dann, wenn nur eine der Variablen, die ich hier als Parameter angebe, 1 sind und alle anderen 0. Ja? Das kann ich aber leicht als aussagenlogische Formel schreiben, nämlich V1 und nicht V2 und nicht V3 blablabla und nicht Vm oder nicht V1 und V2 und alle anderen sind falsch oder nicht V1, nicht V2 und V3 und alle anderen sind falsch und so weiter bis nicht V1 blablabla außer Vm das 1 sein soll. Ja? Wenn ich hier m Argumente habe für diese Funktion, brauche ich dann eine aussagenlogische Formel der Größe m Quadrat. Das ist nicht klein, aber polynomiell, solange ich polynomiell viele Parameter habe. Ja? Also sieht teuer aus. Wahrscheinlich ist das auch eine der Sachen, die der Carsten Sins dann so vielleicht nicht implementieren will, sondern die man direkt in diese Theorie dann mit einbaut oder sowas. Aber ist alles polynomiell. So, die Randbedingung ist im Prinzip nur das. Die Randbedingung sagt ja, die Variablen beschreiben stets eine Konfiguration. Das heißt, für alle t gilt, für alle t liest sich irgendwie wie Prädikatenlogik, dürfen wir leider nicht. Aber wir können das hier schreiben. Ich mache hier so ein großes und. Einfach eine und-Verknüpfung über alle t. Da gibt es polynomiell viele von. Ja? Also ich habe hier polynomiell viele Teilformeln, die ich hier angebe, die dieses und t ausdrücken. Und für jedes dieser möglichen Belegungen von t zwischen 0 und p von n schreibe ich hin die Formel für g von Zustand t1, Zustand tk. Das heißt, zum Zeitpunkt t darf nur einer dieser Zustandsvariablen von t1 bis tk 1 sein. Genau eine. Ja? Also zu jedem Zeitpunkt beschreiben diese Zustandsvariablen genau einen Zustand, sagt dieser Teil. Genauso g von post t, minus p von n bis post t, p von n, also für alle relevanten Positionen auf dem Band, beschreiben diese Variablen eine Position des Kopfs. Ja? Genau einer dieser Werte i, die ich hier einsetzen kann, zwischen minus p von n und p von n, kriege ich eine 1 und in allen anderen kriege ich eine 0. Und das für alle relevanten Zeitpunkte. Ja? Und außerdem gilt zu jedem Zeitpunkt t und für jede Bandposition i dieses g von Band t i1, Band t i l.
Das heißt, für jede Bandposition und für jeden Zeitschritt gilt, dass diese Bandvariablen nur für ein Bandsymbol sagen, jawohl, das ist das Symbol, das an dieser Position zu diesem Zeitpunkt steht. Ja? Also so habe ich extrem detailliert eine Berechnung einer Turing-Maschine runtergebrochen auf 0-1-Werte. Das sind ziemlich viele. Wenn wir die Größe mal abschätzen, ist, wir haben P von N-Werte für T und dann hier, das geht noch, wenn ich K-Zustände habe, sind das K-Parameter für G und dann ist das nochmal quadratisch in dem K, also P von N mal K-Quadrat. Hier sind es 2 mal P von N plus 1 Positionen, also P von N mal P von N Quadrat, weil also das G hat ja ist ja quadratisch groß in diesem Ding. Und hier habe ich P von N Werte für I, P von N Werte für T und L-Werte für das hier. Und ich glaube, hier fehlt noch eine Klammer um das P von N mal L. Ja, hier habe ich T mal P von N mal L und das Ganze zum Quadrat wegen der Größe von dem G. Aber das macht nichts. K und L sind Konstanten. Anzahl Zustände, Anzahl Bandsymbole. Und ich kriege insgesamt O von P von N hoch 3 als Komplexität dieser Teilformel. Ja, das ist viel, aber polynomiell. Fragen dazu? Die Anfangsbedingung. Also was ich haben will, die Variablen beschreiben anfangs Konfiguration 1W. Das heißt, A ist gleich Zustand 0, 1, also zum Zeitpunkt 0, der Zustand 1. Und Post 0, 1, zum Zeitpunkt 0, ist die Position 1. Und für alle Bandpositionen links von der Eingabe, die jemals erreicht werden können, weiter links die Sachen interessieren mich nicht, das ist wichtig, habe ich den Bandinhalt blank. Und rechts von der Eingabe, also von J gleich N plus 1 bis P von N, habe ich auch den Bandinhalt blank. Und von 1 bis N habe ich jeweils das, für J gleich 1 bis N habe ich jeweils WJ als Belegung von dem J-Bandsymbol. Das ist nichts anderes als eine Kodierung davon. Die Variablen beschreiben anfangs die Konfiguration, Startkonfiguration mit Eingabe W. Fragen dazu. Die Größe davon ist jetzt auch wieder, ist sogar erstaunlich klein, O von P von N. Ne? Also ich muss im Prinzip für jede Bandposition irgendwie ein bisschen was sagen. Ich muss was sagen zum Zustand und zur Position. Das ist nur eine Variable, die ich da angebe. Fragen dazu? Dann die vielleicht komplizierteste Formel ist das Ü1. Ich will ja sagen, an der Kopfposition entsprechen Änderungen der Übergangsfunktion Delta. Also was steht hier? Wieder so ein für alle, aber als und. Also ich mache eine Unverknüpfung über alle Zeitpunkte Z, über alle Zeitpunkte T, über alle Zustände Z, über alle Bandpositionen I und über alle Bandinhalte A. Ja. Und zwar steht hier jetzt, wenn eben zum Zeitpunkt T der Zustand Z ist, die Position I und der Inhalt an der i-ten Stelle A, dann folgt eine Oder-Verknüpfung. Und zwar jetzt für jede Eintragung der Übergangsfunktion. Wir haben ja was nicht deterministisch, da kann es mehrere Einträge geben, ne? Für jede z-a-y in Delta z-a, also mich interessiert der Zustand z und das Eingabesymbol a für die Übergangsfunktion Delta. Und da sind dann drin
Triple, die sagen, das ist der neue Zustand Z'. Ich schreibe das Bandsymbol A' und ich habe eine Bewegungsrichtung und die interpretiere ich jetzt als links heißt minus 1, neutral heißt 0 und rechts heißt plus 1. Und für jede dieser Kombinationen soll gelten, aha, dann ist zum Zeitpunkt T plus 1 der Zustand Z', das I plus, die Position ist I plus Y und der Bandinhalt an der Stelle I ist A'. Ja, also das sieht hier irgendwie nach sehr Low-Level-Programmierung aus, aber eigentlich ist es nicht richtig schwierig. Ja? Also das kodiert eben einfach, dass die Kopfposition an der Kopfposition entsprechend Änderungen, was sind das für Änderungen? Ich kann die Position selber ändern, ich kann den Zustand ändern und ich kann ein neues Bandsymbol schreiben und das hier sagt halt, dass diese Änderungen genau der Übergangsfunktion entsprechen. Fragen dazu? Genau, die ist wieder polynomiell groß. Das sieht hier irgendwie heftig aus. Ne? Also ich muss die Anzahl Werte für T, Z, I, A, Z' A und das hier multiplizieren. Ja? Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil Z, A und die Anzahl Einträge hier, das sind alles Konstanten, die verschwinden im O. Und ich kriege halt nur für das T und das I hier jeweils so einen Polynomiellfaktor, also O von P von N Quadrat. Und da hier keine von diesen komischen G-Funktionen drin ist, muss ich das nicht nochmal quadrieren. Noch Fragen? So, wir sind halb durch. Ne? Jetzt kommt Ü2, die ist relativ einfach. An Nicht-Kopfpositionen ändert sich nie etwas. Das heißt, für alle T, I und A gilt Nicht-Position T, I und an der Position I steht halt das Bandsymbol A. Dann muss zum Zeitpunkt T plus 1 immer noch das A da stehen. Das ist ziemlich simpel. Ja, ich habe hier eine Und-Verknüpfung über Produkt aus Zeitpunkten und Bandpositionen. Das ist wieder O von P von N zum Quadrat. Viele Sachen, die ich da hinschreiben muss. Fragen dazu? Und die Endebedingung, die klingt irgendwie so abschreckend. Ne? Also M akzeptiert nach kleiner gleich P von N Schritten. Aber ich habe ja alles andere schon geregelt. Jetzt muss ich nur noch sagen, dass es für irgendeinen Zeitpunkt, also jetzt habe ich so ein Oder da stehen, für irgendeinen Zeitpunkt kleiner gleich P von N und für irgendeinen Haltezustand Z muss mal gelten Zustand TZ. Und das ist einfach O von P von N groß, weil ich eben über alle Zeitpunkte gehe, aber die Zustände, das sind ja nur konstant viele. Fragen dazu? Ja, also wenn ich das jetzt glaube, ist natürlich noch kein formaler Beweis, dass diese Teilformel, die ich da angegeben habe, das tun, was in dieser verbalen Beschreibung passiert. Das ist jetzt, wo ich mich auch darauf beschränke. Das ist einigermaßen evident, hoffe ich. Dann habe ich über diesen Beweis, den wir schon geleistet haben, gezeigt, dass L polynomiell reduzierbar ist auf das Erfüllbarkeitsproblem. Ja? Um das zusammenzubauen, muss ich jetzt nochmal gucken, aha, die waren jetzt alle polynomiell groß, das hatte ich jeweils schon gezeigt. Insgesamt, also ich muss jetzt die Summe davon angucken, die wird dominiert durch diesen Term, insgesamt O von P von N hoch 3 groß ist diese Formel. Das ist wiederum polynomiell, wenn P von N ein Polynom ist und kann halt in dieser Zeit auch automatisch hingeschrieben werden. Das muss man sich jetzt noch überlegen, wie man jetzt eine Turing-Maschine baut, die diese Formel aufs Band schreibt. Ne? Aber das ist nicht wirklich schwierig. Gibt es noch Fragen zu dem Satz von Cook? Ja? Dann haben wir damit in einer groben Dreiviertelstunde den kompliziertesten Beweis dieser Vorlesung gehandelt. War gar nicht so schlimm, oder? Der ist halt wirklich schön strukturiert. Also wir hatten ja schon so Sachen, wo man irgendwie zweimal um die Ecke denken musste mit
was war das, irgendwas für Chomsky 1, wo ich selber dann mich verhaspelt habe. So, aber jetzt wollen wir noch ein paar Sachen mehr machen, damit wir richtig in die Gänge kommen auch. Zunächst mal, wir haben jetzt eine untere Schranke, aber wie lange brauche ich denn für Berechnungen in NP? Eine obere Schranke ist 2 hoch O von P von N. Also wenn P von N die nicht-deterministische Berechnungszeit ist. Der Beweis ist ziemlich simpel, das habe ich, glaube ich, informell auch schon mal gesagt. Also gegeben eine beliebige Turing-Maschine, die L in Zeitschranke P von N erkennt, eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Ja? Jetzt nehme ich einen deterministischen Algorithmus, der alle Kombinationen von nicht-deterministischen Entscheidungen systematisch durchprobiert. Das kann ich sogar über dieses Orakel-Turing-Maschinen-Ding machen. Ich schreibe alle möglichen nicht-deterministischen Entscheidungen auf so ein Orakelband und dann lasse ich jedes Mal diese deterministische Turing-Maschine diese Entscheidungen einsetzen und dann das Ganze deterministisch durchrechnen für eine mögliche Kombination von Entscheidungen. Und dann ist die Gesamtantwort die Oder-Verknüpfung von diesen Entscheidungen. Also wenn eine davon akzeptiert, akzeptiere ich insgesamt. Ja? Die Laufzeit davon ist, es gibt so eine Entscheidung, umfasst immer nur 3 Möglichkeiten für die Bewegungsrichtung, eine Möglichkeit für den neuen Zustand oder höchstens Anzahl Bandsymbole, mögliche Werte für das geschriebene Bandsymbol. Schlimmstenfalls mache ich das in jedem Schritt, also das hier hoch P von N. Und jetzt kann ich halt einen Trick machen, das ist eine Konstante, die kann ich schreiben als 2 hoch log zur Basis 2 von dieser Konstanten mal P von N. Das ist 2 hoch O von P von N. Genau, so wie ich es eben erklärt habe mit dem Orakel-Ding, wäre das jetzt noch multipliziert mit irgendwas Polynomiellen für die eine deterministische Ausführung. Weil man kann sich überlegen, dass das sich in so einem, indem ich den Exponenten ein bisschen kleiner, größer mache, verstecken lässt. Oder man könnte auch so eine Maschine bauen, die dann wirklich diese Entscheidungen in konstanter Zeit wahrscheinlich jeweils simuliert. Ist aber nicht so wichtig. So. Also wir haben eine obere Schranke, die ist exponentiell in der nicht-deterministischen Berechnungszeit. Eine untere Schranke haben wir nicht, aber wir haben dieses NP-Härte-Ding, das uns da als Substitut, als Surrogat irgendwie dient. Das ist natürlich jetzt der Anfang. Wir haben jetzt ein NP-hartes Problem und das war der schwierige Teil. Wir werden jetzt sehen, dass es jetzt sozusagen bergab geht. Jetzt ist es viel leichter, weitere NP-vollständige und NP-harte Probleme zu identifizieren. Wir können nämlich folgende Beobachtung machen. Zunächst mal ist diese Reduzierbarkeitsrelation transitiv. Das heißt, wenn ich Sprachen L' und L' habe und L ist polynomial reduzierbar auf L' ist polynomial reduzierbar auf L'', dann ist auch L polynomial reduzierbar direkt auf L'. Eine einfache Übung, die ich hier nicht vorführe. Und dann gibt es das wichtige Lemma für uns, dass wenn ich irgendeine Sprache in NP habe und ich zeigen kann, dass das Erfüllbarkeitsproblem polynomial reduzierbar ist auf L, dann ist L selber auch schon NP-vollständig. Und warum sage ich, das ist viel einfacher? Der Trick ist, um zu zeigen, dass SAT NP-vollständig ist, musste ich irgendeine beliebige Sprache als eine Formel kodieren. Das ist was viel komplizierteres als eine Eingabe irgendeines anderen Problems als Formel zu kodieren. Ja? Also das ist irgendwie der viel einfachere Teil. Ich muss jetzt nur noch eine Reduktion durchführen und dann weiß ich, dass L auch polynomiell selbst NP-vollständig ist. Beweis? Also wir wollen zeigen, äh,
geben eine beliebige Sprache, wir wollen zeigen, dass eine beliebige Sprache L' jetzt polynomiell reduzierbar ist auf L, wenn diese Voraussetzungen gelten. Warum ist das? Naja, also wir wissen, dass das Erfüllbarkeitsproblem NP vollständig ist, also ist L' polynomiell reduzierbar auf satt. Ja? Wir wissen aber außerdem bereits, satt ist NP vollständig, das heißt, also wir haben hier gezeigt als Voraussetzung, dass satt ist polynomiell reduzierbar auf L. Das schreibe ich jetzt als so eine Kette, L' polynomiell reduzierbar auf satt, polynomiell reduzierbar auf L. Wegen der Transitivität von der Reduzierbarkeitsrelation ist damit auch L' polynomiell reduzierbar auf L. Und damit habe ich gezeigt, dass L NP vollständig ist. So, völlig analog kann ich zeigen, dass wenn ich irgendein anderes NP-vollständiges Problem L' habe und ich zeige, dass L' ist polynomiell reduzierbar auf L, dann ist L bereits NP-vollständig. Das heißt, wenn ich erstmal so einen Pool von mehreren, vielleicht oberflächlich sehr verschiedenen NP-vollständigen Problemen habe und ich ein neues Problem habe, von dem ich noch nicht weiß, ob es NP vollständig ist, dann kann ich mir aus diesem Pool irgendeins raussuchen und eine Reduktion darauf machen. Und das ist meistens einfacher, als es immer und immer wieder direkt auf satt zu reduzieren. Nee, als immer und immer wieder satt darauf zu reduzieren. So, ja. Das ist ein beliebter Fehler, die Reduktionen falsch rum zu machen. Da müssen Sie aufpassen. Den bin ich auch gerade aufgesessen. So, noch Fragen zu diesen Hilfssätzen? Sind eigentlich recht einfache Beobachtungen. Und die werden wir jetzt nutzen, um halt eine ganze Anzahl von Reduktionen durchzuführen. Und es geht eben nicht immer direkt auf satt, sondern wir haben eigentlich so einen Reduzierbarkeitsbaum. Wir haben bereits gezeigt als Beispiel, dass das Hamilton-Kreis-Problem auf das Handlungsreisenden-Problem reduzierbar ist. Wir werden jetzt als nächstes zeigen, dass das Erfüllbarkeitsproblem reduzierbar ist auf eine vereinfachte Form des Erfüllbarkeitsproblems, dreisatt. Und das ist erstaunlich viel einfacher. Das sind nämlich Formeln in konjunktiver Normalform, wo in den Disjunktionen immer nur drei Variablen oder Literale auftreten. Das ist auf den ersten Blick überraschend, dass das möglich ist. Ja. Und das ist dann schon eine relativ einfache, also schon eine deutlich vereinfachte Form von Problem. Und dann ist es auch einfacher zu zeigen, dass irgendein anderes Problem, das Dreisatt auf irgendein anderes Problem polynomiell reduzierbar ist. Wir werden in der Übung sogar nochmal eine weitere Vereinfachung von Dreisatt kennenlernen. Und dann werden wir eine ganze Reihe anderer Sachen immer weiter ableiten. Zum Beispiel wollen wir am Ende auch zeigen, dass das Rucksackproblem NP-vollständig ist, obwohl das auf den ersten Blick was viel Simpleres ist als dieses Erfüllbarkeitsproblem. Es hat viel weniger Struktur, ne? Also wir haben nur irgendwie diese Gegenstände, packen die an einen Rucksack, Kapazität muss erfüllt sein. Und warum kann ich damit beliebige Aussagen, logische Formeln, die Erfüllbarkeit zeigen? Das ist sehr überraschend. Ja? Das werden wir aber zeigen, und zwar in mehreren Schritten. Erstmal über das Dreisatzproblem, dann das Teilmengenproblem. Dann werden wir was viel Mächtigeres uns auch noch angucken, ganzzahlige lineare Programmierung. Wir werden bei den Graphenproblemen auch diesen Weg bis zum handlungsreisenden Problem gehen und so weiter. Dieses Bild stammt noch aus der Informatik 3-Vorlesung. Einzelne Sachen werden wir hier nicht machen, die kommen dann zum Teil in die Übung allerdings. Genau, also wenn wir haben am Ende noch eine Woche Informationstheorie, wenn wir die nicht hätten, könnten wir jetzt die ganze Zeit mit Reduktionen unterhalten oder quälen, sagen einige Leute. Ja, aber ich denke, es wird eine Weile spannend bleiben, weil diese Reduktionen schon spannend und überraschend sind zum Teil. Ja?
Und wir fangen jetzt an mit der ersten und auch sehr wichtigen von diesen Reduktionen, die auch ein Grund sind, warum diese Erfüllbarkeitslöser in der Praxis so viel eingesetzt werden. Ich kann nämlich beliebige aussagenlogische Formeln in eine sehr einfache Form bringen und damit können dann wieder die Lösungsalgorithmen viel besser umgehen, als wenn man mit ganz allgemeinen Formeln arbeiten müsste. Ja? Also was ist Dreisat? Wir schauen uns aussagenlogische Formeln in konjunktiver Normalform an, die maximal 3 Literale pro Klausel haben. Das sind jetzt Begriffe, die Sie vielleicht schon gehört haben, die ich aber trotzdem nochmal neu definieren will. Also es geht hier darum, was sind überhaupt aussagenlogische Formeln in konjunktiver Normalform? Das kann ich jetzt induktiv definieren. Also ich habe sicherlich Variablen, dann gibt es Literale. Ein Lateral ist entweder eine Variable oder eine verneinte Variable. Dann gibt es Klauseln. Klauseln sind Veroderungen von Literalen. Und da gibt es noch eine Formel, das ist eine Verundung von Klauseln. Und was man da oft macht, ist, dass man hier das Und-Zeichen dann weglässt und es einfach als so ein Produkt schreibt. Weil wenn man sowieso als Kontext weiß, das ist konjunktive Normalform, braucht man nicht explizit ein Und nochmal zu schreiben. Ja? Also man kann dann auch sagen, so eine Formel in konjunktiver Normalform oder KNF ist ein Produkt von Klauseln. Eine Klausel ist eine, wenn man das hier als eine Art Summe sieht, eine Summe von Literalen. Und Literale sind eine Variable oder eine verneinte Variable. Das ist eine sehr stark normalisierte Form. Und wir wollen jetzt zeigen, dass Dreisat-NP vollständig ist. Der Beweis geht jetzt halt so. Zunächst mal, da das Erfüllbarkeitsproblem in NP ist, genügt es zu zeigen, dass Dreisat-NP hart ist. Ja? Weil wenn Sat in NP ist, dann ist sicherlich auch Dreisat in NP. Und wir müssen jetzt zeigen, dass Sat polynomiell reduzierbar ist als auf Dreisat. So, und der erste Ansatz, der Ihnen vermutlich einfällt, ist leider eine Falle. Sie haben möglicherweise in TI, in technischer Informatik, gelernt, dass man Formeln in konjunktive Normalformen bringen kann durch Ausnutzung des De Morgan-Gesetzes und des Distributivgesetzes. Leider funktioniert das nicht, weil die konjunktive Normalform einer aussagenlogischen Formel kann exponentiell größer sein als die Eingabeformel. Ja? Außerdem ist es noch so, dass man, wenn man das macht, nicht notwendigerweise eine 3-KNF kriegt, sondern halt irgendeine konjunktive Normalform, wo aber möglicherweise Klauseln drin sind mit mehr als 3 Literalen. Was macht man denn da? Der Trick ist, wir müssen das gar nicht in eine vollständig äquivalente Formel mit den gleichen Variablen übersetzen. Das Einzige, was wir brauchen, ist etwas viel Schwächeres. Wir brauchen eine erfüllbarkeitsäquivalente Formel. Also gegeben eine Das ist Quatsch, was hier steht. Wir entwickeln einen polynomiellen Algorithmus, der eine Sat-Formel F, eine beliebige aussagenlogische Formel F, in eine erfüllbarkeitsäquivalente 3KNF-Formel F' umformt. So, das brauchen wir. Ja? Erfüllbarkeitsäquivalenz ist was anderes als Äquivalenz. Das Einzige, was wir hier nämlich brauchen, wenn F ist erfüllbar, genau dann, wenn F' erfüllbar ist. Und insbesondere ist es uns hier erlaubt, zusätzliche Variablen einzuführen. Also das ist der zentrale Trick hier, mit dem es dann eigentlich ganz einfach wird. Ja? Der Ansatz ist so, wir machen eine Anzahl von Transformationen, die jeweils zu erfüllbarkeitsäquivalenten Formeln führen. Wir betrachten die Formeln als Bäume mit maximalem Ausgangsgrad 2. Die Blätter sind Variablen oder Literale. Und es gibt halt als weitere Knoten und, oder und nicht. Ich spare mir hier weitere Operatoren, wie daraus folgt, weil die kann man mit einfachen, bekannten Ersetzungen
in diese Formeln, wo nur und oder nicht verwendet werden, übersetzen. Das kennen Sie? Ja, jetzt die Frage, wie sehen diese Transformationen aus? Der erste Schritt ist, die Negationen loszuwerden oder genauer gesagt in die Blätter zu drücken. Also man macht so einen Top-Down-Durchlauf durch die Formel. Immer wenn man eine Negation trifft, verwendet man eine von zwei, von drei Regeln. Entweder wenn zwei Negationen aufeinandertreffen, annihilieren die sich gegenseitig. Das ist gut. Oder man benutzt das Gesetz von De Morgan, das ja sagt, die Verneinung einer Unverknüpfung ist die Oder-Verknüpfung der Verneinung und umgekehrt die Verneinung einer Oder-Verknüpfung ist die Unverknüpfung der Verneinung. Jetzt gehe ich top-down durch die Formel und drücke die nichts, also entweder annihilieren die sich oder sie werden immer weiter nach unten gedrückt, sodass sie dann am Ende zwangsläufig in den Blättern landen und die, die da nicht verschwunden sind, da sage ich dann, naja, das ist dann halt eine Verneinung einer Variable, das ist aber selber wieder ein Literal und die darf ich haben. Ne? Genau, da kann man auch sich mal ein Beispiel anschauen. Machen wir dieses Top-Down-Ding, ganz oben ist eine Verneinung. Die drücke ich hier runter, also aus Nicht-Oder mache ich und nicht auf beiden Zweigen. Dann gucke ich mir den linken Zweig an, der trifft nicht auf eine Nicht, das kann ich wegmachen. Den rechten Zweig, jetzt mache ich hier unten weiter, da ist das einzige Nicht, was noch auftritt, das ist Negation von der Variable, das schreibe ich direkt vor die Variable und sage damit, aha, das ist ein Literal. Jetzt nehme ich mir das Ding hier vor, ja, das ist auch eine Verneinung von der Variablen, also habe ich jetzt schon diese Normalform. Ja? Aber es ist noch keine konjunktive Normalform, aber ich bin die Negationen losgeworden. Die treten jetzt nur noch ganz unten in den Blättern auf. Ja? Das hier wäre jetzt so ein rekursiver Algorithmus, der das macht, da will ich aber nicht im Detail durchgehen. Aber man kann sich relativ leicht überlegen, dass der in einer normalen Programmiersprache zumindest in Linearzeit läuft. Und durch Emulation auf der Turing-Maschine kriegt man dann irgendwas Polynomielles. Müssen wir aber nicht im Detail machen, weil diese ganzen Emulationen haben wir ja schon in der Berechenbarkeitstheorie uns ausführlich angeschaut. So, und jetzt könnte ich natürlich weiter hergehen, so Transformationen angeben, die das Distributivgesetz anwenden, aber das würde die Formel immer weiter aufpumpen. Was ich jetzt stattdessen mache, ist, dass ich für jeden inneren Knoten dieses Baums eine neue Variable einführe. Also ich habe da Und-Knoten und Oder-Knoten. Die kriegen alle eine neue Variable, insbesondere sei Y0 die Variable, die die Wurzel beschreibt. Oder ein Literal kann ich das nennen. So, und jetzt behaupte ich, die Formel, die ich suche, ist y0, also das Ganze ist wahr, und, so, jetzt eine Und-Verknüpfung über alle Und-Variablen, die sagt v, also ich habe hier so eine Variable v, die Platzhalter ist für eine Und-Verknüpfung von Formeln Y und Z, wohlgemerkt Y und Z sind keine Variablen, sondern irgendwelche Formeln, ne? Irgendwelche Formeln, aber die haben selber wieder Stellvertretervariablen und die meine ich hier, ja? Also für jede so eine Und-Variable, wo hier steht, V steht für Y und Z und Y ist die Stellvertretervariable für diese Unterbäume, dann sage ich, V genau dann, wenn Y und Z. Ja? Und genauso habe ich auch noch eine Und-Verknüpfung mit den Oder-Variablen, wo steht V genau dann, wenn Y oder Z. Ja? Und wohlgemerkt, das ist jetzt, ohne irgendwas rekursiv oder sowas zu machen, habe ich in einem Schritt die Formel komplett platt gedrückt. Die besteht jetzt nur noch aus einer Und-Verknüpfung von ganz einfachen Formeln,
Nämlich, also hier steht ein Und, da stehen ganz viele Uns, da stehen ganz viele Uns. Und was hier steht, sind immer nur aussagenlogische Formeln, die drei Variablen beinhalten. Ja? Also was hier natürlich auch noch passieren kann, dass diese Stellvertretervariablen für Blätter stehen. Und dann sind das eigentlich Stellvertreterliterale. Aber das ist ja auch okay. Also ich habe hier immer Formeln, die aus drei Literalen bestehen. Ja? Allerdings noch nicht konjunktive Normalform haben. Hier tritt dieser Äquivalenzoperator auf. Machen wir mal ein Beispiel. X1 und nicht X3 oder X2, sicherlich nicht in konjunktiver Normalform. Jetzt führe ich Variablen Y1 und Y0 ein für diese Und- und Oder-Knoten und dann ist meine übersetzte Formel Y0 und Y0 genau dann, wenn Y1 oder nicht X2 und Y1 genau dann, wenn X1 und nicht X3. Ja? Und gemerkt, also hier habe ich jetzt diese Stellvertretervariable Y1 auch nochmal wiederverwendet, während hier habe ich natürlich die Eingabeliterale direkt verwendet und so weiter. So, und wir müssen jetzt zeigen, dass F1 Erfüllbarkeitsäquivalent zu F ist. Das geht wieder in zwei Schritten. F ist erfüllbar. Ich will zeigen, dass dann F1 erfüllbar ist. Naja, ich betrachte eine erfüllende Variablenbelegung für F. Das ist ja schon eine partielle Belegung der Variablen in F1. Ich habe nur zusätzliche Variablen, muss mir jetzt überlegen, wie ich die belegen will. Ich gehe jetzt durch die Formel bottom-up durch. Und jedes Mal, wenn ich so einen inneren Knoten ansehe, habe ich ja für die darunter liegenden Variablen oder Literale bereits Werte ermittelt. Und ich werte jetzt einfach dieses und oder aus und setze den Wahrheitswert der neuen Variablen entsprechend dem Ergebnis, das die Formel F mir vorgibt. Ja? Und dann kriege ich jeweils den gleichen Wahrheitswert, den ich kriege, wie wenn ich direkt diese Formel auswerte. Und insbesondere kriege ich ganz oben an der Wurzel den gleichen Wahrheitswert, wie wenn ich die ganze Formel auswerte. Und der ist wahr, weil ich habe ja angenommen, dass F erfüllbar ist. Ja? Also hier ist jetzt wieder ein Beispiel, die Formel von eben. Am Anfang habe ich habe jetzt eine erfüllende Variablenbelegung für die Eingabevariablen. Das sind diese grünen Werte, x1 ist 0, x3 ist 1 und x2 ist 0. Und jetzt gehe ich halt bottom-up hier hoch. Naja, das x1 ist nicht verneint, das heißt, ich propagiere die 0 hier hoch. x3 ist verneint, also wird aus der 1 eine 0. Jetzt habe ich hier als Eingaben für dieses und eine 0 und eine 0. Naja, 0 und 0 ist 0, also kriegt y1 den Wert 0. Genauso habe ich x2 ist 0. Die Verneinung ergibt hier eine Eingabe 1. y1 ist 0, also steht hier eine 0. 0 oder 1 gibt 1, also setze ich y1 gleich 1. Ja, und ich kriege dann eine erfüllende Belegung für die Variablen meiner Formel F1. Und umgekehrt muss ich zeigen, dass wenn F1 erfüllbar ist, dann ist auch F erfüllbar. Dann gehe ich jetzt umgekehrt vor. Ich betrachte eine erfüllende Variablenbelegung für F1 und ich übernehme einfach die Belegungen der Blätter für F. Und ich muss jetzt nur noch zeigen, dass das die Formel erfüllt. Aber die Nichtblattknoten von F haben ja die gleichen Wahrheitswerte wie die entsprechenden Variablen in F1. Insbesondere ist Y0 mit einer 1 belegt, also ist insgesamt F wahr. Gibt es dazu Fragen? Ja? Also das ist jetzt schon ein recht praktikabler Algorithmus. Wir haben nur zusätzliche Variablen, so viele wie die Formel groß ist.
Das ist also einigermaßen im Rahmen. Soviel ich weiß, gibt es da noch natürlich Algorithmen, die dann wieder sich ein paar Variablen einsparen, aber das ist schon nah dran an dem, was man in der Praxis dann auch macht. Genau, wir haben jetzt immer noch nicht ganz die 3 KNF, weil wir müssen jetzt aus diesen kleinen Formeln A äquivalent B oder C, beziehungsweise A äquivalent B und C, noch 3 KNF-Formeln machen. Das geht aber tatsächlich so, dass man aus jeder dieser Formeln dann 3 Klauseln macht. Das werde ich jetzt nicht im Detail vorführen. Also ich behaupte, A äquivalent B oder C ist tatsächlich, also da mache ich jetzt einfach die konjunktive Normalform raus. Beziehungsweise das ist sowas wie eine minimierte konjunktive Normalform. Und dass das korrekt ist, kann ich einfach durch eine Wertetabelle verifizieren. Ne? Ich habe 8 mögliche Werte von A, B und C. Ich kann dann auswerten, was ist B oder C, was ist B und C, was ist A oder nicht W, was ist dies, was ist das, was ist jenes. Da kann ich einfach die Tabellen ausfüllen. Und was ich am Ende haben will, ist, dass diese Spalte hier die gleichen Einträge hat wie diese Spalte und das die gleichen Einträge wie diese Spalte. Das müssen Sie halt einfach machen und Sie werden feststellen, dass es stimmt, wenn ich da keinen Fehler reingebaut habe. Ja? Und es ist auch zumindest theoretisch jetzt nicht weiter spannend. Also es ist klar, dass es für jede Formel eine konjunktive Normalform gibt. Und außerdem, wenn ich nur 3 involvierte Variablen habe, dann kann diese konjunktive Normalform auch keine Klauseln mit mehr als 3 Literalen enthalten. Wenn so irgendein Algorithmus mehr Literale erzeugen würde, dann wird da ja sowas, dann würden sich die Variablen wiederholen. Und wenn da dann x oder x steht, kann ich einfach daraus einen x machen. Wenn da x oder nicht x steht, kann ich aus der ganzen Klausel eine 1 machen. Ja, dann ist es sowieso simpel. Insofern bleiben dann nur Klauseln mit 3 Variablen über, das ist klar. Und dies hier zeigt halt, dass man eben tatsächlich nur 3 Klauseln braucht. Fragen dazu? So, das ist, glaube ich, jetzt eine gute Stelle zum Aufhören. Wir haben jetzt gezeigt, dass man erfüllbarkeitsäquivalente 3 KNF-Formeln machen kann. Und das beim nächsten Mal zeigen wir dann, dass das NP-hard ist und weitere Sachen. Dankeschön.